Die Natur gibt uns eigentlich auch immer ganz gute Hinweise dafür, dass man älter wird. Irgendwann kommt ein guter Freund und sagt, sag mal, geht dein Haaransatz zurück? Und dann steht man vorm Spiegel. Was soll man machen? So Markierungen wie beim Hochwasser? 4.4.92. Ja, dann geht es eben zurück, dann lässt man es hinten etwas länger, macht doch nichts. Besser es geht zurück, als dass es nach vorne kommt. Bist du fertig, Schatz? Gleich, nur noch das Gesicht föhnen. Ja, die Natur macht das schon ganz prima. Man weiß, dass man im Alter leichter zunimmt. Hm? Was macht die Natur? Sie lässt das Gebiss langsam abbröckeln, dass man nicht mehr so gut essen kann. So, jetzt ist aber auf der anderen Seite ein schönes Gebiss eines der Hauptkriterien für gutes Aussehen. Jetzt sieht man aber so aus. Steht vorm Spiegel und erschreckt sich. Was macht die Natur? Sie schenkt uns die Kurzsichtigkeit. Das wiederum kann man noch eine Zeit lang mit den Armen ausgleichen, beim Lesen zumindest. Aber irgendwann muss man zum Augenarzt und der erklärt einem dann, ja, Sie werden jetzt kurzsichtig, dafür schenkt Ihnen die Natur die Altersweitsichtigkeit. Das ist ein alter Schutzmechanismus. Früher, als der Mensch von wilden Tieren umgeben war, wenn er dann alt wurde, konnte er nicht mehr so schnell fliehen. Dann bekam er die Altersweitsichtigkeit, dann konnte er die wilden Tiere früher sehen und früher mit der Flucht beginnen. Ja, früher. Ich lebe aber heute. Ich muss Dinge sehen, die nah sind. Bordsteinkanten, Rolltreppen, Kneipentüren. Was habe ich davon, wenn ich auf 3 Kilometer einen Bus kommen sehe und finde die Haltestelle nicht? Aber zurück dazu, wir sehen immer noch so aus. Sehen ist nicht mehr, aber die anderen Menschen sprechen über einen, wie man aussieht. Ey, guck mal, wie der aussieht. Das hören wir ja. Was tut die Natur? Sie schenkt uns die Schwerhörigkeit. Und für den Fall, dass diese Menschen aber ganz laut sprechen, ey, guck mal, wie scheiße der aussieht. Was macht die Natur? Sie nimmt uns das Gedächtnis. Das wir es nach ein paar Minuten vergessen haben. Letzte Woche, ich gehe die Straße lang, kommt mir einer entgegen. Ich denke, mein Gott, das ist doch Franz Heinrich zur Mühlen. Der Einzige in der Klasse, der schwächer war als ich. Dem ich immer diese Kopfnüsschen gegeben habe. Ich auf ihn zu. Mensch, Franz Heinrich, alte Socke. Schön, dich zu sehen. Gebe ihm ein gigantisches Kopfnüsschen. Er fängt sofort an zu weinen. Ja, wurde mir dann langsam klar, wenn das wirklich Franz Heinrich zur Mühlen wäre, müsste er jetzt in meinem Alter sein und nicht 7 wie damals.